Hallo, grüß euch. Ich mache heute, ihr wisst, dass ich das total gern mag, und zwar so Hausmannskost. Überhaupt, wenn es so einfache Hausmannskost ist, wenn nicht viel, viel Zutaten brauchst, das mag ich einfach total gern, und deshalb mache ich heute so Kartoffel-Gemüseleibchen. Ich mag das einfach super gern mit Salat und einem Dip dazu, und dann hat die ganze Familie gegessen. Es ist nicht teuer und es schmeckt und es ist einfach zu machen. Ich habe da heute im Dampfgarer die Kartoffel gekocht und habe sie durchgepresst. Wie sie durchpresst, durch die Kartoffelpresse fürs Püree. Das waren zwei große Kartoffeln, ich schreibe genau die Gramm rein, ich glaube 300 Gramm sowas. Dann habe ich Karotten klein geschnitten, bitte, da kennt ihr es. Es soll ungefähr 100 Gramm sein, das ist jetzt so für zwei Personen, drei höchstens. Ich habe jetzt nur Karotten da gehabt, ich mag Karotten ganz gern, die habe ich einfach ein bisschen in Dampfgar rein, nicht um 10 Minuten. Und sonst tut sie einfach bitte in Salzwasser rein und tut sie ein bisschen blanchieren, dass sie gerade nicht ganz roh sein. Die tun wir auch dazu. Die habe ich klein geschnitten, gell? Nicht gerieben, sondern klein geschnitten. Dann haben wir da eine Zwiebel. Den habe ich auch gedünstet im Butter. Dann haben wir ein Knödelbrot. Dann ein Ei. Ein Grieß. Und ein Petersil. Da könnt ihr auch andere Kräuter reintun, das ist ganz wurscht, was ihr gern habt, das tut ihr rein. Entschuldigung, dann tun wir sie einfach gut durchmischen. Ich tue das ganz gerne mit den Handschuhen, weil da bleibt es nicht so dick, aber jetzt ist er kaputt, der Handschuh. Das ist ja wurscht. Und das zum Beispiel, wo Grieß drinnen ist, Salzpfeffer, der wir auch noch rein. Da wo Grieß drinnen ist, das lassen wir bitte ein bisschen quellen und stehen. Das weg, weil ich das gar nicht so gern mache. Es ist einfach feiner. Kartoffeln können natürlich auch schon ein Salz, gell? Bitte tut sie nicht zu wenig würzen, damit sie nicht so fad schmecken. Obwohl wir auch eben einen Tipp: Sauerrahm, Salz, Pfeffer und einen Haufen Schnittlauch. Und das lasse ich jetzt. Weil ein Grieß drinnen ist, einfach ein bisschen stehen. So. Und wenn ich sie noch tue, sie einfach in Labelen, tue sie in Semmelbrösel links und rechts wälzen, damit sie ein bisschen knusprig sind, und in Butterschmalz ausbrechen. Aber das tun wir nicht zusammen. Ich lasse sie jetzt einfach ein bisschen stehen, weil der Grieß ein bisschen quillt, gell? Und dann bin ich wieder bei euch. Und jetzt machen wir weiter. Da habe ich mir die Brösel hergerichtet, da tue ich die Leibchen in Brösel wälzen, und dann habe ich da ein Butterschmalz drinnen. Da habe ich eine Schüssel Salat. Da tun wir jetzt macht so Kugeln wie die Knödel und dann einfach Blatt drucken. Und dann tun wir sie in die Bröseleine drucken. Das ist noch nicht heiß genug, jetzt mache ich sie dabei so. Bitte reintun an Gemüse, was ihr gern habt. Es könnt ihr auch ein paar Haferflocken reintun.
Es müsst nur schauen, dass die Konsistenz schon so ist, dass sie halten. Wenn es mehr Haferflocken oder so rein tut, dann tut es einfach bitte ein bisschen, vielleicht ein zweites Ei dazu oder was. Da müsst ihr nicht genau nach Rezept gehen. Was ihr daheim habt, tut es rein. Auch Kräuter, könnt ihr auch italienische Kräuter rein tun. Das könnt ihr machen, wie ihr es wollt. Das ist überhaupt nicht Ding. Sie müssen nur so zusammenhalten, dann werden sie erst richtig gut. Das ist einfach ein gutes, ein gesundes Essen. Kartoffeln sind immer gesund, Gemüse und Kräuter. Und ich muss sagen, das ist. Jetzt tun wir gerade ein bisschen zurückschalten, dass sie durch sind. Nicht gleich braun außen, sondern. Ich meine, die Dinge sind eh schon blanchiert, aber sonst werden sie so schnell braun. Und die Kartoffeln sind ja auch schon gekocht, also ewig braucht es nicht. Aber dass es halt einfach schön braun wird. Und nicht gleich schwarz. So. Noch eins können wir nachher machen. Das sind drei, ja. Es ist für zwei Personen, ich glaube, dass ein Erwachsener drei schon essen kann, wenn nur ein Salat dabei ist und ein Dip. Ich tue die jetzt goldbraun auspacken, mache noch einen Dip. Das ist nur Sauerrahm, Salz, Pfeffer und Schnittlauch. Und ich schreibe das Rezept ein, aber zusammen muss ich auch das wahrscheinlich nicht, wie das zusammenrühren, braucht es nur mit einem Löffel zusammenrühren und dann ist schon passiert. Und den lasse ich goldbraun auspacken und mache ein Foto und wir Mittag lassen es uns heute schmecken. Ich hoffe es auch. Macht es nach. Das sind so Sachen, die was auch Kinder gerne mögen und einfach lecker ist. Jetzt, wo es wieder die Wochenmärkte gibt mit dem frischen Gemüse. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Nachkochen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Viel Dank.